Abfällig willkommen im Land Erlebnis Janssen. Irgendwo in Niedersachsen, in Richtung Nordsee von Bremen aus. Wir sind immer noch auf der Mission, Niedersachsen durchzukauten. Das ist der Schwesterpark zu dem in Schleswig-Holstein, glaube ich. Sieht ziemlich ähnlich aus und ist auch so klein und gibt auch nur einen Wacky Worm hier. Es riecht nach Chicken Nuggets. Ganz genau. Und es sieht wunderbar aus. Voll wild. Ja, ich bin jetzt schon Erwartungen übertroffen. Auch wenn das hier nur der Eingangsshop ist. Sehr wild. So, jetzt lass uns mal die Achterbahn finden, oder? Die auf jeden Fall deutlich cooler aus als der in Schleswig-Holstein, finde ich. Und also sehr einfach, sehr viel professioneller irgendwie, als man das so sagen kann, und größer. Ach. Ach, Scheiße. Jetzt geht's. Ab. Eigentlich ist das hier gar kein Erdbeerhof, sondern hier werden Zigaretten angebaut. Und jetzt finden wir die Achterbahn. Das sind die wildesten Märchenschaukästen, die ich je gesehen habe. Und auch gleich von drei. Da sind Hänsel und Gretel. Also Hänsel und Gretel. Das sind echt High-Quality Animatronics hier. Aber ist doch schön, besser als gar nichts, ne? Hätte ich halt nicht erwartet, immerhin. Bisschen wie Fantasiana, erinnert mich gerade. Und hier haben wir ein Märchen, was es nicht gibt. Kann ich jetzt nicht identifizieren. Da ist die Traktorfahrt, also die andere Traktorfahrt sogar. Es gibt zwei von diesen Einschienendingern. Und da hinten haben wir unsere Achterbahn, endlich. Also erstmal Rotkäppchen natürlich, wichtig und richtig. Und dann ist hier die Achterbahn und da ist kein Operator mehr. Weil es angefangen hat, stark zu regnen. Ich hasse alles. Meine Fresse. Aber hier kann man sehen, was es ist. Ja, so ein Standard Wacky Worm halt. Ja, was soll man anderes dazu sagen? Billy der Wurm. Also die Bahn ist jede Viertelstunde geöffnet. Ist gerade noch gefahren. Wahrscheinlich müssen wir jetzt eine Stunde warten. Also fahren wir mal die Trecker-Dinger. Und diese andere Ding halt. Und es sieht irgendwie wild aus. Hier, guckt euch das mal an. Voll cool. Und ist da so ein Schaf auf der Insel. Sehr schön alles. So, hier ist die Traktorfahrt und hier ist der Eingang zur Traktorfahrt, welcher auf der Homepage als eigene Attraktion gelistet wird. Kann ja nur wild werden. Wirklich DIY-Musik. Ah ja. Da ist der Ausgang. Das ist auch eine Attraktion. Thematisierung. Auch Thematisierung. I guess. Noch ein Setup hier drin. Thank you.
Und los geht's, es ist offen. Hey, es stockt. Ui. Ah. Wir fahren nicht geradeaus, wir fahren ein bisschen runter. Aber fast, ne? Und der Drop. Ah. Scheiße. Wow. Oh, er hat halt beim Runterfallen echt. Erstmal den Hahn und dann nochmal das Pferd ausprobieren. Und da hinten fährt die Achterbahn. Kein Plan, ob man sieht. Ein Standard Wacky Worm, erste Reihe war. Ja, ist ein schöner Park, kann man machen. Ja, ich denke, ich moderiere es jetzt hier wirklich ab. Ist eigentlich eine gute Idee. Sie haben ein perfektes Setting dafür. Ganz entspannte Geräuschkulisse. Und deutlich cooler als der in Schleswig-Holstein. Aber der Tag heute ist auch schöner, weil ich hier mit dem Auto hingekommen bin und es nicht mal eine Stunde gedauert hat, im Gegensatz zu den 3,5 Stunden mit vollen 9-Euro-Ticket-Zügen, die ich benutzt habe für den anderen Park. Aber es ist auch ein bisschen größer hier, einfach stationärer sieht es aus, ist schöner. Die Traktorfahrt ist toll. Ich meine, ich bin auch mehr Sachen hier gefahren als in dem anderen Park. Ein bisschen geregnet, macht aber keinen Unterschied. Die Temperatur ist toll, darum geht es aber gerade überhaupt nicht. Es ist echt schön gestaltet, es ist auch ein geiler Indoor-Bereich, habe ich euch ja am Anfang gezeigt, wenn man direkt reinkommt. Sehr toll, wenn man irgendwie an der Nordsee ist, kommt man hier mal hin. Lohnt sich auf jeden Fall, man kriegt ja auch einen Count, aber generell ist es toll und es ist auch richtig billig. Nicht mal 10 Euro pro Person und im Vergleich mit anderen solchen ähnlichen Parks schon das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr hoch. Wunderbar. Ja, die Fahrt ist vorbei, perfekt. Tschüss.